Ich möchte Sie, ich möchte euch ganz herzlich zu diesem ja schon besonderen Gottesdienst quasi Motu Geniti begrüßen. Ich möchte das tun mit dem Wort aus Petrus 1, wo steht: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Die wir heute hier Gottesdienst feiern, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, weil Gott uns in Jesus begegnet ist. Und ich habe so bei diesem Wort gedacht, das ist schon etwas Besonderes. Wir sollen eine lebendige, eine lebhafte Hoffnung in unserer Zeit und für diese Welt sein. Und ich will diese Frage so stellen: Wenn nicht wir als Christen, wer dann? Und darum wollen wir diesen Gottesdienst feiern im Namen dieses Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, ich habe schon gesagt, es ist ein besonderer Gottesdienst und es ist die Verabschiedung von Johannes Holmer. Deshalb heute auch mehr Gäste im Gottesdienst als sonst. Das ist sehr schön. Ich habe gedacht, je mehr, umso weniger frieren dann die Leute auch. Man ist ein bisschen näher beieinander. Ich möchte auch alle Gäste, die heute wegen dieser Verabschiedung hier sind, herzlich begrüßen und auch insbesondere Propst Fey. Seien Sie herzlich willkommen. Sie sind heute zuständig auch für die Entflechtung. Ich habe mir das durchgelesen, habe das erste Mal gelesen, Entflechtung, und dann dachte ich, irgendwas stimmt nicht. Jetzt weiß ich, es ist die Entflechtung. Ich komme aus der Kirchgemeinde Serran und bin dort auch in der Gottesdienstleitung, und ich habe manchmal nach den Gottesdiensten zu Johannes gesagt, es war mir eine Ehre, unter dir zu dienen. Und heute sage ich das nochmal, es war mir eine Ehre, unter dir gedient zu haben. Aber ich glaube, das Schöne ist auch, dass mit diesem Gottesdienst zwar der reguläre Dienst als Pastor für dich zu Ende geht, aber du hier bleibst und es von daher noch viele Begegnungen und Möglichkeiten gibt, miteinander auch Gottesdienste zu gestalten. Wir wollen jetzt am Anfang das erste gemeinsame Lied singen: Jesus lebt, mit ihm auch ich, auf den Liedblättern zu finden. Thank you.
Psalm 116, die Verse 1 bis 9. Dank für die Rettung. Das ist mir lieb, dass der Herr meine Stimme und mein Flehen hört. Denn er neigt sein Ohr zu mir, darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Stricke des Todes hatten mich umfangen, des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not, aber ich rief an den Namen des Herrn. Ach Herr, errette mich! Der Herr ist gnädig und gerecht und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Unmündigen, wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, meine Augen von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Ich will den Kelch des Heils erheben und den Namen des Herrn anrufen. Wir hören das Evangelium aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, ein nachösterliches Evangelium. Jesus erscheint den Jüngern. Am Abend diesen ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen.
lese uns die Epistel aus dem 1. Petrusbrief. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereitet ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zufolge haben bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Thank you.
Das war wirklich eine Überraschung und insofern noch mehr eine Überraschung, weil die allermeisten von den jungen Leuten hier meine ehemaligen oder noch aktuellen Konfirmanden waren. Wunderschön, vielen Dank für dieses Lied. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir kommen von Ostern her. Ostern ist in der Tat noch nicht lange her. Und so möchte ich eine kurze Geschichte vorausschicken, die nachher nochmal eine kleine Bedeutung oder eine Bedeutung bekommen wird. Der aus Russland stammende Prediger und Bibellehrer Jakob Kröker erzählt aus den Tagen der Sowjetunion. In einer großen Abendversammlung verkündete ein atheistischer Agitator laut, dass das Christentum tatsächlich bankrott sei. Das hat man in der DDR auch öfter erzählt. Das Christentum hat abgegessen sozusagen. Es sei nichts anderes als Volksverdummung. Im Lauf von zwei Jahrtausenden hätte das Christentum auf allen Gebieten versagt. Dann forderte der Redner zur Diskussion auf. Unter anderem meldete sich ein alter russischer Priester mit schneeweißem Haar. Der Redner sagte zu ihm: Väterchen, ich gebe dir das Wort, aber bitte nicht lange. Es haben noch viele andere um das Wort gebeten. Ich brauche nur 3 Minuten, sagte der im Dienst ergraute Priester, trat aufs Podium und grüßte die Versammlung mit dem russischen Ostergruß: Christus voskresse. Christus ist auferstanden. Mit vielen Stimmen schallte es aus der Menge der Zuhörer: Er ist wahrhaftig auferstanden. Jakob Kröker sagte dann: Tempel können zerstört, Altäre niedergerissen werden, aber wenn Gott in deiner und meiner Seele einen Altar errichtet, dann brennt auf diesem Altar des Herzens jenes Feuer der Hingabe und Anbetung, das kein Hass zu löschen vermag.
Und das klingt jenes Bekenntnis auch aus unserem Leben in die heutige Welt hinein: Der Herr ist Gott. Man hatte so gedacht, das Christentum hat abgegessen. Aber es schallte aus der Menge heraus: Christus ist auferstanden. Und nun hören wir heute eine Geschichte, von der ich am Anfang, als ich hier so drüber nachgedacht habe, gedacht habe, das predigst du doch nicht. Eine Geschichte aus dem Alten Testament. Aber ich habe, als ich darüber nachdachte, gemerkt, was tatsächlich auch diese Geschichte mit uns heute und auch mit Ostern zu tun hat, beziehungsweise mit dem heutigen Sonntag quasi Modo Geniti. Ich lese aus 1. Mose 32, die Verse 23 bis 32. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabbok, nahm sie und führte sie über das Wasser, sodass hinüberkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er, der Fremde, sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Da sagte er: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie du heißt. Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Pnuel oder Peniel oder so, das ist Hebräisch und heißt eigentlich nur das Angesicht Gottes oder im Angesicht Gottes. Denn er sprach: Ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Pnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Gäste, diese Geschichte aus dem 1. Mosebuch hat ganze Generationen von Theologen und Gläubigen, Bibellesern, sozusagen fasziniert, aber doch immer irgendwie Fragen hinterlassen. Es ergeben sich auch für mich, selbst nach längerem Nachdenken, noch einige Fragen in dieser Geschichte. Aber das, was klar wird und das, was mir klar geworden ist, möchte ich gerne in drei Punkten, gut lutherisch, wie man weiß, zusammenfassen. Und zwar unter der Überschrift: erstens der Kampf des Lebens, zweitens der Segen fürs Leben und drittens der Auftrag für alle Zeit oder für das Leben. Ein Kampf zwischen Jakob und Gott, so stellt sich das zumindest am Schluss heraus. Ein Kampf, und da höre ich dann den Satz: Es wird dir im Leben nichts geschenkt. Für alles musst du irgendwie kämpfen. Dieser Kampf am Jabbok aber kann ein Bild für unser aller Kampf sein, in den Gott uns, sobald wir in diese Welt hineinkommen, hineingestellt hat oder hineinstellt, jeden von uns, mehr oder weniger. Sobald wir in diese Welt kommen, werden wir in diesen Kampf hineingestellt. Dieser Kampf wird hier beispielhaft, so denke ich, erzählt, geschildert. Die Furt von Pnuel, das Angesicht Gottes, liegt am Jabbok, das ist etwas nördlich von Jerusalem. Dieser Jabbok, der ziemlich tiefer Einschnitt ins Gebirge darstellt und ist. Jakob hatte seine Familie in Sicherheit gebracht und er ist ja noch auf der Flucht vor den Folgen seiner eigenen Tat, auf der Flucht vor dem Betrug an seinem Bruder Esau, den er mit Hilfe und im Auftrag seiner Mutter so richtig übers Ohr gehauen hat. Wir kennen die Geschichte, wo er sich den Erstgeburtssegen von seinem Vater Isaak erschlichen hat oder irgendwie an Land gezogen hat. Hier nun bleibt er allein zurück und dieser nächtliche Ringkampf mit dem so geheimnisvollen Mann, von dem nicht viel gesagt wird,
bei dem offenbar schon eine leichte Berührung ausreicht, dass sich die Hüfte des Jakob ausrenkt, gibt natürlich Fragen auf. Es scheint so, als ob der Mann seine göttlichen Kräfte am Ende noch gar nicht richtig ausgespielt hat. Und dann gibt er auf und dann sagt er, lass gut sein, der Morgen graut. Aber Jakob hält seinen Gegner fest, seinen vermeintlichen Gegner, von dem er möglicherweise zwischendrin gespürt hat, dass er gar nicht ein Gegner ist, und lässt ihn nicht ziehen, bis der Morgen graut. Es wird bei allem, was geschehen war, auch ein Kampf mit dem Fluch seiner eigenen Tat, mit dem Fluch seiner Schuld, seiner Sünde vor Gott und Menschen, mit den Folgen seines eigenmächtigen und intriganten Handelns. Wie oft habe ich in meinem Leben, und jeder von uns wird das für sich wahrscheinlich ähnlich sagen können, vor den Folgen meiner eigenen Taten gestanden und überlegt, wie kommst du da jetzt wieder raus? So war es bei Jakob wahrscheinlich auch. Er muss mit den Folgen dieses Betruges umgehen und er ist auf der Flucht vor seinem Bruder Esau. Es ist im Leben doch immer wieder so, im Kleinen wie im Großen. Im Kleinen, wie bei Jakob, wir hauen einander übers Ohr und lavieren uns durch und sagen vielleicht nicht ganz die Wahrheit, eine Notlüge ist ja erlaubt oder irgendwelche Begründungen dann. Und dann merken wir, wie Zwietracht, Streit, Hass und Neid und so weiter entstehen. Das vergiftet dann die Atmosphäre eigentlich immer. Im Großen ist es dann am Ende so, wie Jesus es beschreibt. Die Mächtigen schon damals halten ihre Völker nieder und tun, was für sie am besten ist. Und die Folgen sind Ungerechtigkeiten und Korruption oder was auch immer. Und am Ende der Krieg der Völker untereinander. Jakob sieht, was er angerichtet hatte mit seinem Tun. Er sieht, dass nun alles kaputt gegangen ist. Und nun ist er der Getriebene und nicht sein Bruder Esau. Dieser Kampf ist also am Ende nicht ein Kampf des Lichtes gegen die Finsternis oder so etwas. Sicher auch irgendwie. Es ist auch nicht ein Kampf gegen Gott, sondern letztlich ein Kampf in seinem eigenen Herzen mit sich selber. Ein Kampf, den wir selber zur Genüge ja alle irgendwie kennen. Und Gott, er geht scheinbar sehr schonend mit Jakob um. Er schlägt ihm auf die Hüfte, am Ende lähmt er ihn, aber mehr auch nicht. Am Ende lässt Gott den Jakob irgendwie sogar als Sieger aus diesem Kampf hervorgehen. Hättest du, so sagt er hier zu dem Jakob, oder so höre ich es heraus, sagt er ja nicht wörtlich, hättest du mir vertraut, hättest du mich machen lassen mit dem Segen und all dem, was ich dir ja versprochen hatte, dann hätte ich dich führen können und dann wäre es ein anderer, ein göttlicher Weg geworden. Mir ist wichtig, dass du meine Liebe, meine Zuwendung zu dir erkennst, dass du erkennst, wie damals Hagar, die Magd seines Großvaters Abraham, die Jakob ganz gewiss noch irgendwie kannte oder von ihr gehört hatte, die dann erkannte in der Wüste, du bist ein Gott, der mich sieht. Das haben wir als Jahreslosung für dieses Jahr bekommen. Du bist ein Gott, der mich sieht, der auf mich schaut, der weiß, wie es mir geht, der weiß, was ich brauche und der immer wieder und immer bedingungslos sagt, ich bin da. Ich bin für dich da und ich segne dich, Jakob, obwohl du gerade meinen Willen mit Füßen getreten hast, obwohl du gerade dich von mir entfernt hast. Ich bleibe für dich da. Das ist die Zusage, die Gott dem Jakob macht. Und das ist die Zusage, die Gott auch uns machen will. Ich bin für dich da und ich baue sogar deine Schuld, deine Fehler, deine Verzweiflungen, alles, was dein Leben betrifft, in meine Pläne mit ein. Denn Gott baut hier die Pläne des Jakob, die eigensüchtigen Pläne, in seine Pläne mit ein. Und nun kommen wir gerade von Ostern her, viele Jahre später, nämlich dort am Passa in Jerusalem und dem Sonntag danach, geschah ganz Ähnliches, nur mit viel stärkeren Signalen und Konsequenzen. Denn da macht Gott der Welt klar, ich
will euch segnen, sodass ihr ein Segen sein könnt. Doch dazu sind jetzt ganz grundlegend zwei Signale notwendig. Das eine Signal ist Karfreitag. Karfreitag und das anschließende Osterfest, die Kreuzigung und die Auferstehung. Die Auferstehung als Sieg über die Finsternis, über Sünde, Tod und Teufel und Karfreitag als Kampf mit der Finsternis. Am Karfreitag sagt Gott, ich suche euch heim. Und wir haben dieses, wie ich finde, sehr schöne Lied der Jugend gehört eben, wo Bezug genommen wird auf Johannes 3, Vers 16. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen, seinen eigenen Sohn in den Tod gab, damit alle, die an ihn glauben, die ihm vertrauen, ewiges Leben haben können. Damit sagt Gott, ich will euch heimbringen. Karfreitag ist die größte Heimholungsaktion Gottes für uns. Das, was allerdings bei Jakob noch vorläufig war, nämlich dass Gott ihm seine Schuld vergibt und ihn dennoch segnet, trotz aller Fehler und Verzweiflungen und Schwächen. Das, was dort noch vorläufig galt, das gilt für seit Karfreitag für alle Zeiten und für alle Menschen, für uns alle, nicht nur für Jakob und nicht nur für den Pastor und nicht nur für die, die in der Gemeinde mitarbeiten oder so, sondern für jeden von uns. Karfreitag sagt Gott Ja zu mir, Ja zum Sünder, trotz alles Versagens, trotz aller Schuld. Und Ostern, das Signal des Sieges, wir können beides sehr schön hier am Altar in Bristow sehen. Und wir werden vielleicht noch ein paar Sätze zu der Wiedererstehung dieses Altars nachher ganz am Schluss hören. Ich kann eigentlich nur jeden einladen, den Altar sich nachher noch mal in Ruhe anzuschauen, wenn die Möglichkeit ist. Ansonsten später mal wiederzukommen, ich erkläre ihn auch gerne hier und da noch mal. Wir haben in der Mitte, im Zentrum genau dieses Signal, das Signal von Karfreitag. Und wir sehen da ganz deutlich schon dort in dieser Geschichte von der Kreuzigung die Auferstehung oben. Wir sehen unten am Fuß des Kreuzes, ich weiß nicht, wer es von weiterem erkennen kann, am Fuß des Kreuzes ein angekettetes Totengerippe. Der Tod ist besiegt. Die Auferstehung besiegelt das, dass der Tod besiegt ist. Gott muss sich unter keinen Umständen dem Bösen beugen oder gar unterwerfen. Gott ist in jedem Fall der Sieger. Und die Auferstehung Jesu ist deswegen kein Wunder oder irgendetwas Besonderes, was man nicht verstehen könnte, jedenfalls dann nicht, wenn man an Gott glaubt, sondern die Auferstehung ist die Besiegelung oder die Bestätigung, dass das Leben zur Natur Gottes gehört. Gott kann nicht tot sein. Gott musste seinen Sohn natürlich aus dem Tod ins Leben zurückholen. Das ist doch klar. Die Natur Gottes ist das Leben, ist die Liebe, ist die Gerechtigkeit. Der Teufel und alles Böse dieser Welt hat keine Chance. Und das sehen wir an diesem Totengerippe am Fuß des Kreuzes. Ja, das ist am Ende ein Kampf mit ungleichen Mitteln. Denn Gott hat alle Waffen und alle Mittel des Lebens in seiner Hand und der Liebe und der Gerechtigkeit. Und die sind immer stärker. Die Gewaltlosigkeit Jesu am Kreuz und davor siegt über die Gewalt von Waffen, Intrigen und Brutalitäten. Gottes Friede ist ein Friede mit den Waffen der Liebe. Aber, und das ist ja auch unsere Beobachtung in unserem Leben, wir kämpfen einerseits gegen unseren, ich sag's mal von mir, inneren Schweinehund immer wieder an und kämpfen mit uns selber, aber oft auch mit Gott. Und dann kommen die Fragen, die wir alle irgendwie mehr oder weniger kennen. Gott, wie kannst du das zulassen in meinem Leben, dass alles schief geht? Dass meine Kinder, dass ein Kind stirbt oder dass ich selber Krebs kriege oder was auch immer es sein mag. Es gibt so viele Dinge, die wir nicht verstehen, die wir nicht einordnen können, wo wir nicht einfach sagen können, so ist das richtig oder so. Die Zweifel, die Fragen bleiben ja bestehen in unserem Leben. Wie kannst du das zulassen, dass Menschen sich gegenseitig den Schädel einschlagen? Gott hat uns die Verantwortung für diese Welt und auch füreinander gegeben.
Wie kannst du all die Fragen, all das Böse, alle Zweifel zulassen in dieser Welt? Müsste nicht unser Leben wenigstens das derer, die wirklich Christen sind, bewusst Christen sind, viel leichter, viel schöner, viel heller sein? Warum muss es immer Kampf sein? Warum muss es immer Probleme geben? Aber so höre ich den Paulus sagen, Gott hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und meine Wahrheit wird durch alle Zweifel hindurch sichtbar. Vertraue mir jeden Tag neu, denn dann werde ich verherrlicht in deinem Leben und in dieser Welt. Also vertraue mir, ich werde es machen. Ich werde dich, Jakob, zu einem großen Volk machen, so sagt er anschließend zu Jakob. Ich werde dich segnen und du wirst ein Segen sein. Und zu uns als Kirche, zu uns als Bühlower und Saraner Gemeinde, denn für die Bühler ist klar, hier ist auch die Saraner Gemeinde sehr zahlreich mitvertreten. Wir haben es an der Jugend und an vielem anderen gesehen. Unser Moderator ist ein Saraner. Schön, dass wir alle so zusammen diesen Gottesdienst feiern können. Zu uns allen sagt er genau das. Vertraut mir, seid getrost und unverzagt. Ich werde mit euch sein. Haltet euch an mich und mein Wort. Und jetzt habe ich noch zwei Punkte und die sind aber viel kürzer als der erste, okay? Bloß, dass Sie das von vornherein wissen. Der zweite Punkt ist der Segen. Und so sind wir bei diesem ganz besonderen Thema. Was ist der Segen? So geht diese geheimnisvolle Geschichte weiter. Am Ende steht dieser wunderbare Satz des Jakob: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Was meint er damit? Und was passiert, wenn gesegnet wird? Wir kennen ja den Choral an Gottes, in dem es heißt, an Gottes Segen ist alles gelegen oder alles ist an Gottes Segen und an seiner Gnade gelegen. Daher kommt das deutsche Sprichwort, an Gottes Segen ist alles gelegen. Als die Nacht im Schwinden ist, fordert dieser geheimnisvolle Mann den späteren Erzvater Jakob auf: Schluss jetzt. Mach jetzt Schluss mit diesem Kampf, es ist eh sinnlos. Aber irgendwie vermittelt er ihm, du hast gewonnen. Und indem er ihm den Segen dann nachher zuspricht, sagt Gott, du hast ganz viel gewonnen in diesem Kampf. Vielleicht hättest du den Kampf nicht gewonnen, wenn ich gewollt hätte, klar. Aber dadurch, dass ich dich segne, hast du alles gewonnen. Alles, was für dein Leben in der Zukunft notwendig ist. Alles, was du brauchst, um ein Segen zu sein. Bemerkenswert ist, dass zunächst nicht gesagt wird, was dieser Segen beinhaltet und was mit diesem Segen gemeint ist. Aber am Ende wird klar, dieser damals oder vor kurzem erst intrigant erworbene Segen, als er seinen Vater und seinen Bruder betrogen hat, Gott bestätigt diesen Segen dennoch erneut. Gott bestätigt diesen Segen und sagt, ich werde trotz allem meinen Weg mit dir gehen. Er segnet ohne Wenn und Aber und geht damit auf einen eigentlich eher zwiespältigen Handel des Jakob ein. Aber wenn es gilt, dass an Gottes Segen alles gelegen ist, dann gilt auch, Gott geht mit uns seinen Weg. Aber er bleibt der Herr. Er hat das Sagen und lässt sich nicht vor unseren Karren spannen. Das macht er dem Jakob auch deutlich. Und das wiederum bedeutet nicht, dass im Leben alles glatt laufen wird, dass im Leben alles gut ist, komm zu Jesus und alles ist gut oder irgend so etwas. Nein, es bleibt ein Kampf. Es bleibt der Kampf und es bleibt die Sendung in die Welt. Und Jesus verschärft das dann sogar noch einmal seinen Jüngern gegenüber und sagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das ist auch ein Kampf mit ungleichen Mitteln. Das ist ein Kampf, den die Schafe eigentlich niemals bestehen können, die sie nur bestehen können, wenn der Herr an ihrer Seite steht. Und umso wichtiger wird das, was uns der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, in Kapitel 12, Vers 2, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und es bleibt eben auch, dass er, Gott, selbst an unserer Seite steht und bleibt. Und an seiner Seite geht es sich gesegnet, gelassen und getröstet in diesem Leben und in dieser Welt, zuversichtlich und darum dann auch fröhlich. Ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn so lasst uns Saraner, Bühlower, so lasst uns auch als Kirche insgesamt in die Zukunft
mit Zuversicht gehen, getrost und zuversichtlich. Und das gilt auch für uns alle in der Kirche in Deutschland und überall. Nur an ihn und sein Wort sollten wir uns halten, wenn das für uns gelten soll. Das ist die Grundlage. Und dann kommt der dritte Punkt, der Auftrag des Lebens. Jakob bekommt den Auftrag seines Lebens. Er soll jetzt nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Und Israel heißt der Kämpfer Gottes. Mehr heißt es nicht. Der Kämpfer Gottes. Man könnte vielleicht auch noch sagen, wenn man es positiv drehen will, der Kämpfer mit Gott, der mit Gott kämpft. Also nicht gegen, sondern mit ihm, an seiner Seite oder mit Gott an seiner Seite. Du sollst, so sagt der Mann zu Jakob, du sollst jetzt ein Kämpfer Gottes in dieser Welt werden. An dir sollen alle Völker sehen, wie herrlich Gott ist. An dir und durch dich sollen alle Völker der Welt gesegnet werden. Jakob ist fortan nicht mehr nur für sich allein zuständig und für seine Familie, sondern er wird für ein großes Volk zuständig sein. Und er wird für andere und zum Segen für andere da sein. Nicht zur eigenen Wohlstandsvermehrung, das kann er auch haben, wenn er fleißig genug ist oder so oder Glück im Leben hat. Aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass er ein Segen für die Welt sein soll. Es scheint so, als ob dieser ganze Abschnitt eine Art Selbstoffenbarung Gottes sein sollte oder so wurde sie zum Teil nachher in Israel auch verstanden. Noch gibt Gott seinen Namen nicht preis. Jakob fragt, wie heißt du? Und er sagt, warum fragst du mich das? Und er sagt es nicht. Kurze Zeit im Weltmaßstab oder im Maßstab der Geschichte gesehen, kurze Zeit später, 400 Jahre ungefähr, da passiert genau das, dass Gott seinem Boten, gesendeten Boten Mose sagt, wer er ist. Und da sagt Gott, ich bin, der ich bin. Ich bin der, der immer ist und war. Ich bin der, der immer derselbe bleibt. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Ich bin, der ich bin. Und ich höre daraus auch den Psalm 90, wer den kennt, ist einer meiner Lieblingspsalmen. Ehe denn die Berge und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du Gott bist einfach da. Und Jesus sagt zu seinen Nachfolgern, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin in alle Welt, in diese Welt hinein und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung ihrer Sünden, so sage ich es jetzt mit meinen Worten, und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und dann sagt er diesen so wichtigen Satz, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Ich bin bei euch. Mehr muss nicht gesagt werden. Zu uns hier in Bülow und in Saran und in Mecklenburg und in Deutschland nicht, zu niemandem. Der Auftrag ist klar, nun lasst uns gehen und tun, was er sagt. Und jetzt würde ich eigentlich Amen sagen, aber ich will noch ein paar Sätze anschließen. Und ich, wie bitte? Ja, ich hoffe, dass das erlaubt ist. Heute am Ende dieser sozusagen Verabschiedungspredigt muss ich natürlich noch einmal zurückkommen auf uns als Gemeinde. Und ich will jetzt nicht ins Erzählen kommen, das können wir alles später drüben machen in der Kirche in Bülow, wenn wir beim Kaffee zusammensitzen. Aber ich möchte auf euch als Gemeinde in Bülow und in Saran und in Klaber, hier sitzen ja auch etliche Klaberer, mit denen ich längere Zeit verbunden war und bei ihnen gearbeitet habe. Ich würde gerne mit Paulus sagen können, in 1. Korinther 15 sagt er das so etwas, ich sag mal etwas vollmundig. Ich würde es gerne so sagen können, mache es aber nicht. Paulus sagt dort nämlich, ich habe mehr gearbeitet als ihr alle. Und das will ich schon deswegen nicht sagen, weil unter uns viele sind, die genauso viel mitgearbeitet haben in der Gemeinde und für sich. Ich weiß zum Beispiel, unsere Geli, die steht immer früh um, was weiß ich, um 5:30 auf oder sowas und hinterher kommt sie zu uns ins Büro und so. Und mancher unter uns hat wahrscheinlich viel mehr gearbeitet als ich. Darum soll es mir heute nicht gehen. Vor allen Dingen muss ich natürlich an dieser Stelle auch ganz besonders meine Frau erwähnen, die 40 Jahre an meiner Seite hier mitgearbeitet hat und immer unauffällig dabei gewesen ist. Ihnen allen, die mitgearbeitet haben und die an meiner Seite gestanden haben und mit mir für
unserer Gemeinde hier und für die Gemeinden drumherum gearbeitet haben, möchte ich herzlichen Dank sagen. Gott aber sei Dank, so sagt Paulus auch in 1. Korinther 15, der uns den Sieg gibt. Nein, ich möchte eher das sagen, was Paulus auch in diesem Kapitel sagt: Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als ihr alle. Das sagt er dort. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Wie gesagt, ganz so vollmündig wie Paulus will ich es nicht sagen, zumal auch einiges an sicher Versagen und Dingen da gewesen ist und sichtbar geworden ist, wo Unzulänglichkeiten von mir her da waren, wo ich manchem vielleicht dieses oder jenes schuldig geblieben bin. Und ich möchte auch an dieser Stelle sagen, nein, ich bin nicht der Perfekte oder so etwas oder fühle mich so, dass ich das nicht bin, wissen Sie alle. Aber ich will das auch überhaupt gar nicht sagen. Ich habe das Evangelium so, wie ich es vor fast 40 Jahren, und das wollte ich eigentlich auch an dieser Stelle nochmal sagen, vor fast 40 Jahren hier in dieser Kirche, vor diesem Altar, da gab es noch kein Licht und keine Sonne in dieser Kirche, wie ich es von dem damaligen Superintendenten zugesagt bekommen habe: Predige das Evangelium so, wie du es bekommen hast in der Bibel. So, wie du es bekommen hast, sollst du es sagen. Du sollst nichts hinzutun und nichts wegtun. Ich habe noch mal einmal die Ordinationsurkunde mir durchgelesen. So habe ich es versucht zu tun, so habe ich es getan, so gut ich konnte. Und so habe ich das, was ich von Gott empfangen habe, versucht weiterzugeben. In allen Unzulänglichkeiten und allem. Ich habe getan, was ich konnte, und das muss leider reichen. Aber ich hoffe, dass wir alle an diese 40 Jahre auch irgendwie dankbar zurückdenken. Wie gesagt, nachher ein paar Anekdoten können wir nachher vielleicht noch mal hören. Ich könnte viel erzählen. Viele von euch haben daran mitgewirkt. Am Ende soll der Dank stehen an Gott und die Bitte, auch weiterhin Schuld zu vergeben, zu segnen und uns Klarheit und Kraft zu schenken, in dieser Welt ein Segen zu sein. Der Kampf bleibt, der Segen ist zugesagt, der Auftrag steht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist, der war und der kommt. Amen. Lieber Bruder Johannes Holmer, in diesem Gottesdienst verabschieden wir Sie aus dem Dienst als Pastor der Bülower und Serraner Kirchengemeinden.
Wir danken Gott für ihren Dienst, für den Einsatz ihrer Gaben und Kräfte, für ihre Treue, für ihre Liebe. Sie haben, wie Sie eben schon bemerkten, das Evangelium von Jesus Christus gepredigt und in vielfältigen Formen die Botschaft von Gottes Treue bezeugt. Dafür danken wir Ihnen. Das Evangelium vom Gekreuzigten und Auferstandenen ist Ihnen förmlich in die Wiege gelegt worden. Schließlich wuchsen Sie in einem evangelischen Pfarrhaus auf, wie wir alle wissen, bis zu Ihrem 10. Lebensjahr in der Nähe von Ludwigslust. Den Großteil der Schulzeit verbrachten Sie sodann in Brandenburg. Das Theologiestudium absolvierten Sie in Sachsen, genauer in Leipzig. Dieses schlossen Sie im Jahr 1980 ab und kehrten nach Mecklenburg zurück. Während des Vikariats in Waren und während des zweiten theologischen Examens berief man sie zur Armee ein und sie leisteten den Wehrdienst ohne Waffe, also den Wehrdienst als Bausoldat. Danach endlich konnte im Jahr 1983 ihre Ordination gefeiert werden, und zwar hier in dieser wunderschönen Bristower Kirche, der ältesten protestantisch errichteten Dorfkirche Mecklenburgs. Doch das Bülower Pfarrhaus stand Ihnen und Ihrer Familie noch nicht zur Verfügung. Dort legte zu dieser Zeit die kirchliche Baubrigade fleißig Hand an. Bis 1984 mussten Sie von Jabel bei Waren aus den Umbau des Pfarrhauses in Bülow mitverfolgen und mitgestalten. Erst zu Ostern 1984, also vor 39 Jahren, konnten Sie schlussendlich mit Ihrer Familie nach Bülow ziehen. Unser Herr und Gott, wir wollen dir dafür danken, dass du den Johannes diese 40 Jahre in den Dienst gestellt hast, hier in Bülow, in verschiedenen umliegenden Gemeinden auch. Und wir danken dir dafür, dass du ihn gesegnet hast. Und für alle Generationen, wir danken dir für die Verkündigung deines Wortes. Wir danken dir dafür, dass du Johannes selber gerufen hast in diesen Dienst, dass du ihn durchgetragen hast all die 40 Jahre. Wir danken dir für die Gaben, die du ihm geschenkt hast. Und wir danken dir, Jesus, himmlischer Vater, wir wollen dich bitten für Johannes und für seinen neuen Lebensweg, der jetzt vor ihm steht. Er ist zwar im Ruhestand, doch gibt es bei dir keinen Ruhestand. Wir wollen dich bitten, dass du ihn segnest. Wie Jesus Christus seine Jünger gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und
führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht hin im Frieden unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Über die Wunder, die er tut, einfach nur.